Leben nach 4 Leveln. Das ist ja. Das klingt bedrohlich, weil ich befürchte, dass die nächsten Level dann, besonders die letzten, so schwer werden wie beim zweiten Teil. Und da werde ich wirklich alle Leben brauchen. Ich habe bis jetzt beim zweiten Teil 2-3 Mal nach Leben farmen müssen im ersten Level. Und ich wäre sehr erfreut, wenn das hier nicht nötig wäre. Denn Leben farmen ist irgendwie arm. Okay, hoch. Und ich bin ein Elefant, den ich schon vorhin vermutet hätte, aber die Level sehen ziemlich gleich aus. Oh ja, es ist dunkel und wenn das Licht kommt, dann sieht der Elefant die Mäuse bzw. Ratten. Dann kriegt er die Krise. Wenn der die Krise kriegt, dann ist die Hölle los. Oh, bin ich blöd. Unten lang. Ja, wenn ich nah am Sterben bin, werde ich risikofreundlich und lasse mich einfach töten, damit ich nicht nur noch ein Leben habe, sondern wieder zwei. Im Sinne von zwei Affen. Okay, machen wir das Ganze einfach nochmal. Und zeigen wir, dass wir auch mit Elefanten umgehen können. Also, diese Krokodile haben echt irgendeinen an der Waffe. Hüpfen den ganzen Tag nur so auf ihren Schwanz rum. Das muss ja irgendwie befriedigend sein, schätze ich mal. Anders kann ich mir das nicht erklären. Wieder unten lang. Ich bin ja nicht lebensmüde. Und diesmal bitte. Danke. Und aufpassen. Nicht ins Licht. Denn das Licht ist das Ende, wie wir wissen. Ich könnte mir vorstellen, dass hier was ist. Ein Bonusfass. Jawohl. Jawohl, ja. Besiege alle Gegner. Ich liebe es. Das ist mein Lieblingsbonusfass. Da wird noch Kreativität gefragt. So. Nein. Das könnte eng werden. Jetzt. Noch eins, noch eins. Jawohl. Das hätte ins Auge gehen können, aber der gute alte Sam hat es wieder geschafft. Denn er hat Erfahrung im Spielen. Er spielt schon sein Leben lang, seit dem vielleicht 5. Lebensjahr. Nochmal zurück. Angefangen damals mit Spielen wie Snake auf Windows 3.1. Und weiter mit auf DOS-Computern, mit Commander Keen und so weiter, was es halt alles gab. Und deshalb ist das hier überhaupt nicht schwer gewesen, wohlgemerkt. Aber ein bisschen Restskills sind noch da. Scheiße, ich brauche ein Fass. Denn ich, großer Elefant, bin einfach zu schlecht für eine kleine Maus. Okay, es müssten eigentlich Ratten sein. So fies sehen nur Ratten aus. Hier oben ist garantiert ein Bonus, was? Oh, cool. Dann mache ich das auch mal. Ich glaube nicht, dass ich... Ah, ich kann doch... nee, das war die falsche Taste. Kann ich das nicht irgendwie, ihr wisst schon, anpusten, herpusten, komm schon, komm doch einfach, komm her, komm, ach, gehen wir einfach so durch. Wenn ich über Umwege, dann einfach direkt. Ich muss hier einfach durch, glaube ich.
Ich trau mich nicht. Wow, klasse. Komm ich da jetzt überhaupt nicht mal rein? Wie soll ich denn da reinkommen? Toll. Vergessen wir das. Ich mach's irgendwann mal. Ich bin wieder so schlau. So überaus klug. Die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das Mittelfass habe ich schon. Das ist erfreulich. Ich merke mir das irgendwie selten. Und vermute dann oft genug, dass ich von vorne beginnen darf. Ah, sagt mir das doch einer. Oh toll, jetzt aus dem Bild und schon ist es weg. Tja, das sind alte Spiele und ich hab's wieder vergeigt. So, gucken wir dir in die Augen und dann klappt es auch. Ist hier noch Bananen? Nö. Schade. Ich bin vielleicht ein Hornochse. Mach inne, du komischer Fahrstuhl, der einfach in der Luft rumschwebt. Ganz futuristisch. Ja, können wir. Aha. Ich weiß gar nicht, wo ich kaputt gegangen bin. Das werde ich hoffentlich gleich mich erinnern. Genau, hier habe ich noch einmal ein Fass gebraucht. Und wir sehen zufällig gerade, unser Elefant hat gelb lackierte Nägel, Fußnägel. Dazu kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. Sehr schön. Muss ich zurück? Ja. Und ich kann mich mit dem Elefanten nicht ducken. Ich kann nicht einen Rüssel heben. Doch, ich kann... Aha. Ich hab's rausgekriegt, wie ich den hersaugen kann, das Fass. Und... Jetzt hätte ich das G holen können. Aber vergessen wir es. Ich habe genug Leben. So, jetzt. Wundervoll. Und das war's schon wieder. Na gut, das Level hatte es schon in sich. Dafür, dass es in der ersten Welt ist, war das schon ganz schön was. Swankys Show, ich habe darauf einfach keine Lust. Dann gehen wir mal in Belchas Scheune. Oder Belkas, oder Belras, wie auch immer. Oh, das ist der Endgegner. Ja, das ist er. Rechts ist er. Und der will einfach was zu fressen haben. Dann ist er auch zufrieden. Ne, oh, na toll. Und wenn er das kriegt, dann rülpst er zufrieden und verpisst sich ein Stück. Und das braucht er so lange, bis er genug hat. Und genug hat er, wenn er einfach ganz weit hinten ist. Mach inne. Schaut euch mal seine Augen an. Total blutunterlaufen. Der hat bestimmt schon einige Tage lang nicht geschlafen. Und ich kann einfach nicht gescheit werfen. So. Och nö. Gleich nochmal. Und jetzt. Nein, zu niedrig. Ich muss ihn jetzt wohl wieder zweimal treffen noch. Ich bin einfach zu schlecht. Mach hinne. Ah, das war klar. Nach hinten ist ein Fahrstuhl, da ist bestimmt irgendein Bonusteil wieder. Oh, gut. Eigentlich waren seine Zähne zu, aber ich beschwere mich nicht. So. Und es gibt eine ganz normale Bonusmünze. Sehr schwach. Und ich werde weggeschossen. Okay, gehen wir mal ins, in die nächste Welt, die sich da nennt Kremwood Forest. Sollte eigentlich deutsch sein, aber keine Ahnung, warum die das nicht übersetzt haben. Feine Fässer Fiesta. Das klingt
irgendwie beängstigend. Holen wir uns erstmal Bananen. Oh, das K. Hilfe! Aha! Ihr komischen, wie heißt ihr? Schädelaffen, Schädelkopfaffen, glaube ich. Da komme ich nicht durch. Wow, Hilfe. Jetzt. Supi. Und was werft ihr da eigentlich? Das sieht aus wie Zwiebeln oder... ich habe keinen Plan. Was wächst halt auf Bäumen? Das sind jedenfalls keine Bananen. So viel kann ich schon mal sagen. Und die riskiere ich jetzt nicht zu holen. Aber hier unten ist doch was. War das alles? Oh. Oh nein, ich glaube, das hat mich jetzt an Sie befördert. Ja, das wollte ich gar nicht. Aber was soll's. Kann man nichts machen. Also ich mag diese Fässer gar nicht. Die sind einfach nur Cheaten für mich. Ja, was soll man machen? Diese Vögel sind nette Begleiter, im Gegensatz zu meinem Mann Cranky. Wenn du das sagst. Cranky habe ich noch gar nicht gesehen. Der ist, glaube ich, bei Swanky beim Zocken. Der kann sogar gegen den antreten, deswegen werde ich es auch mal machen. Zur Demonstration später. Und hier läuft eine Zeit. Wenn man hier schnell genug ist, dann gibt es irgendeinen Bonus. Aber darum kümmere ich mich jetzt nicht. Ich kümmere mich lieber darum, dass ich nicht von diesen komischen Fliegendinger, die ihr gerade seht, die mich hier folgen, erwischt werde. Und ein Decayfass wäre schon mal nicht schlecht. Ich glaube, so lang ist das Level gar nicht. Das Blöde ist halt, wie gesagt, nur diese komischen... Was sind das für Fische? Motten, Mücken... Irgendwelche bösen Dinger, die mich töten. Wow. Die springen mir entgegen. Das ist nicht nett. So. Das Ende schon. Oh, no, 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 no. Böse. Ganz böse. Aber ich habe das Mittelfass, jawohl. Das sollte kein Problem werden. Aber hier ist doch was. Yes. Bono und Leben. Na gut, dann habe ich das jetzt wieder reingeholt, weil ich gerade verloren habe. Und die Typen gehen mir auf den Wecker. Kein Fehler diesmal. Unten, unten, unten. Ganz unten durch. Und dem Wasser bin ich schön sicher. Oh, oh, oh. Weh, ihr kriegt mich wieder. So. Einfach durch. Und gleich müsste es eigentlich vorbei sein. Das gehe ich schon. Wow. Gut. Geschafft. Okay, mir fehlen etwa 14 Sekunden. Zum Rekord von diesem komischen Bären da. Aber das schert mich jetzt einen Dreck. Machen wir lieber allerlei Geschrei hier. Und dann... Das kennen wir schon ein bisschen. Also, im Prinzip ist es dasselbe wie vorhin, wo ich mich an diese Dinger hängen musste, damit die Türen aufgehen. Boah, und schaut euch diesen... dieses Krokodil an, was da eben war, wenn wir es mal wieder sehen, irgendwann. Da kommt bestimmt gleich noch eins. Da, schaut euch schon mal an, was das da, wie das aussieht. Das ist ja echt krank. Zunge raus, lächst, kann nicht mehr. Voll befriedigt. Da. Das war der Orgasmus. Okay, weiter geht's. Nein, das war blöd. Und das war betrottelt.
nochmal. Oh nein, ich habe nicht das Mittelfass. Das ist schade. Denn jetzt muss ich nochmal den ganzen Anfang machen. Und die läuft irgendwie saulahm, wenn sie ein Fass hat. Das will mir so gar nicht gefallen. So, weg mit dir. Du kriegst auch dein Fett ab.